Frühjahr 1974. Der deutsche Eifelort Langenbruch wird von der internationalen Presse umlagert. Das Medieninteresse gilt einer politischen Sensation. Der sowjetische Dissident Alexander Solschenizyn, erbitterter Kritiker staatlicher Kulturaufsicht, ist aus der UdSSR ausgewiesen worden. Er findet Zuflucht im Landhaus des deutschen Nobelpreisträgers Heinrich Böll. Ich bin sehr müde. Und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau. Nur heute am Morgen, ich war im Gefängnis. Alexander Solschenizyn hofft im Westen auf kulturelle Freiheit, ohne staatliche Gängelung und geheimdienstliche Überwachung. Aber auch im Westen versucht ein mächtiger Geheimdienst, auf die Kulturszene einzuwirken. Um Solschenizyns Gastgeber Heinrich Böll wirbt die CIA mit einem verdeckten Einflussapparat. Die CIA sucht prominente Vertreter der westlichen Kulturelite und setzt sie für geheimdienstliche Ziele im Kalten Krieg ein. Schriftsteller, bildende Künstler, selbst Musiker und Komponisten werden von der CIA benutzt. Auch Solschenizyns Zuflucht bei Böll interessiert den Geheimdienst. Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Tag der Ausbürgerung Solschenizyns aus der Sowjetunion. Ich war damals im Kölner Büro meines Onkels und hatte Telefondienst. Und am späten Vormittag rief dann jemand vom Auswärtigen Amt, damals noch in Bonn, dem Sitz der Bundesregierung, an und erklärte, dass Solschenizyn den Wunsch geäußert hätte, Heinrich Böll als erstes zu besuchen im Westen. Hat Heinrich Böll je angedeutet, dass die Anwesenheit Solschenizyns in Deutschland und bei ihm einen geheimdienstlichen Hintergrund gehabt haben könnte? Nein, das hat er nie. Bei seinen Gesprächen im Ostblock hier mit Präsident Tito wurde Böll als Gesandter einer staatsfernen Literatur respektiert. Auch Bölls sowjetische Gesprächspartner dürften nicht gewusst haben, dass die Reiseberichte des Schriftstellers in deutsch-amerikanischen Geheimdienstkreisen landeten. In einer Eliteorganisation der CIA, dem Kongress für kulturelle Freiheit. In Berlin traf sich die geistige Elite von vier Kontinenten zum Kongress für kulturelle Freiheit. Der bedeutende italienische Schriftsteller Ignazio Silone und Sidney Hook, Philosophieprofessor an der Universität New York. Die dreitägige internationale Arbeitstagung fand ihren großen Abschluss in einer öffentlichen Kundgebung am Funkturm unter dem Motto Freie Kultur in einer freien Welt. Der englische Schriftsteller Arthur Koestler sagte abschließend, es sei an der Zeit, der Neutralität Lebewohl zu sagen. Die Intellektuellen des Westens haben ihre Defensivpositionen verlassen. Freunde, die Freiheit hat die Offensive ergriffen. Die deutsche Offensive des Kongresses für kulturelle Freiheit startete Ende der 60er Jahre in Köln, dem Wohnort von Böll. Von hier warf die CIA-Tarnorganisation ihre bundesweiten Netze aus. Heimlicher Kopf der Kölner Gruppe war der Verleger Josef Kaspar Witsch, ein ehemals nationalsozialistischer Kulturfunktionär. Er wurde in Köln zum Inhaber eines Verlages, Kiepenheuer und Witsch, mit einem seriösen Buchprogramm. Und dann gab es noch eine Reihe von Büchern, die sich so etwas im Halbdunkel verbargen. Nicht etwa ihres Inhaltes wegen, die konnte man nachlesen. Aber unklar war, wie diese Bücher finanziert wurden. Denn es waren umfangreiche Bücher mit teuren Übersetzungen und es war kaum vorstellbar, dass Josef Kaspar Witsch damals die nötigen Mittel hatte, diese Bücher ohne Unterstützung einer Institution ins Programm zu nehmen. Wer kam in Betracht für die Finanzierung? Die Bücher kamen im Wesentlichen aus den Vereinigten Staaten. Also wenn man darüber nachdachte, ging auch der Gedankenstrang quasi nach Amerika. Und es wurde gemunkelt, aber nie offen darüber gesprochen, dass das doch Gelder des CIA sein könnten.
Und trotzdem hat Heinrich Böll in Witsch seinen Verleger gefunden. Er hat in Witsch seinen Verleger gefunden und er ist ja auch dem Witsch bis über dessen Tod hinaus treu geblieben. Die beiden waren befreundet, hatten ein enges freundschaftliches Verhältnis. Und er zieht sich meiner Kenntnis, wie weit Witsch den Heinrich Böll eingeweiht hat. Und wie gegebenenfalls Heinrich Böll darauf reagiert hat, das weiß ich nicht. Heinrich Bölls Berichte über seine Reisen in den Ostblock landeten bei Witsch und in dessen Geheimdienststrukturen. In diesem Kölner Villenkomplex des Kongresses für kulturelle Freiheit kam der frühere SA-Mann Witsch mit einflussreichen Künstlern und Journalisten zusammen. Das Jahresbudget wurde von einer Fantasiestiftung der CIA verteilt. In Köln mit dabei, neben Böll und Witsch, der ehemalige Agent der NS-Auslandsspionage und SS-Untersturmführer Berend von Notbeck, der frühere Gestapo-Lokspitzel Hans-Otto Wesemann sowie die erste Garde deutscher Hörfunk- und Fernsehjournalisten. Was verband diese Literaten und prominenten Autoren? Es verband sie der Wunsch, für das zu sorgen, was ja im Namen des Kongresses ausgedrückt wurde, für die Freiheit der Kultur. Die einen waren künstlerisch tätig, mit Kulturpolitik hatte jeder irgendwie zu tun. Und wie das aussieht, wenn man da nicht für Freiheit eintritt und für sie sorgt, das hatten wir vor der Haustür. Östlich der Oder begann es. Hätte man das nicht auch in einer politischen Partei tun können? Ja, das glaube ich nicht. Die politischen Parteien sind ja nicht für die Rettung der Kultur da, auch wenn sie sich damit beschäftigen. Aber sie haben sehr viele andere Ziele. Und vor allem wären dann die einen in diese und die anderen in jene Partei gegangen. Und das hätte sie auseinandergerissen, statt dass sie zusammengeführt werden. Erinnern Sie sich an eine erfolgreiche kulturpolitische Aktion des Kongresses in der damaligen Zeit? Ja, ich denke so an unsere Aktion 1961, als die Lebensgefährtin des bereits verstorbenen Pasternak, Olga Iwinskaja, verhaftet wurde, wahrscheinlich um sie für das zu bestrafen, was ihr Lebensgefährte nach Meinung des Regimes angerichtet hatte. Und unsere Zentrale in Paris schickte uns einen Text und ersuchte mich, prominente Namen zu sammeln und es dann veröffentlichen zu lassen. Und ich rief Böll an, der ja auch zu uns gehörte, und las ihm den Text vor und fragte ihn, ob er seinen Namen dafür gibt. Und er sagte, ja, natürlich tut er das. Und so ging es dann raus. Etwas später, in der Mitte der 60er Jahre, wurde bekannt, dass die Pariser Zentrale maßgeblich vom CIA finanziert worden ist. Ahnten Sie das? Nein, wir wurden alle von der CIA finanziert, aber wir ahnten es nicht. Es hieß, die Ford-Stiftung gibt das Geld, aber tatsächlich wurde die Ford-Stiftung gesponsert von der CIA. Aber wenn ich es damals gewusst hätte, hätte ich mich nicht aufgeregt. Ich hätte gesagt, na endlich geben Sie Ihr Geld mal für was richtig Gutes aus. Die enormen Summen, die für die Steuerung von Kunst und Kultur oder teure Kongresse zum Einsatz kamen, hier eine Großveranstaltung in West-Berlin, wurden über US-Stiftungen geschleust, wie die Farfield-Stiftung New York und Dutzend andere. Von dort transferierte die CIA das Geld an den Kongress für kulturelle Freiheit und dessen Europazentrale. Der damalige CIA-Führungsoffizier erinnert sich. We would go to somebody in New York. Wir gingen zu einer reichen Persönlichkeit in New York und sagten, wir wollen eine Stiftung gründen. And we would say, we want to set up a foundation. Wir weihten ihn ein, verpflichteten ihn auf Geheimhaltung und natürlich machte er mit. Und dann wurde ein Briefkopf mit seinem Namen gedruckt und fertig war die Stiftung. Die einfachste Sache der Welt. Das Stiftungsgeld, das von der CIA kam, sollte vor allem in linke Kreise eingespeist werden. Der Deutsche Witsch Verlag war dafür eine gute Adresse. Sein Literatenmilieu entsprach den Anforderungen an einen kleinen, aber weitwirkenden Elitenzirkel. Die Autoren sollten individuelle Freiheit und liberale Werte preisen. Kritik an den USA war erlaubt, sofern sie nicht mit kommunistischen Sympathien einherging.
Als Lektorin arbeitete die frühere US-Agentin und Böll-Freundin Carola Stern. Gesucht wurden Intellektuelle, die als staatsfern galten, um sie im staatlichen Auftrag der US-Regierung einsetzen zu können. So wie Heinrich Böll. Wegen Heinrich Böll sagte mir Dr. Witsch, dass Böll die Präsidentschaft der Kölner Gruppe abgelehnt hat, aber sonst in jeder Weise an der Kongressarbeit teilnehmen wird. Ich werde Böll fragen. Im Kampf gegen die kommunistische Kulturdiktatur sitzen wir alle im selben Boot. Böll galt als vorbildlich, gemäßigt links, antiklerikal und für westliche Werte offen. Das entsprach ziemlich genau den Persönlichkeitsprofilen, von dem sich die CIA ab dem Ende der 40er Jahre bei ihrem ehrgeizigen Programm zur Infiltration der gesamten linken westeuropäischen Kulturszene auch Erfolge versprach. Mit welcher Zielsetzung? Man wollte die kritischen, die sozial engagierten Intellektuellen in Westeuropa zu Kulturträgern der amerikanischen Weltanschauung machen, mit geheimen Mitteln. Oder, wie es eine Anweisung der CIA formuliert, als Spinne im Netz das gesamte Kulturleben in Europa so regulieren, dass es dem amerikanischen System von Free Enterprise oder Market Economy zumindest nicht entgegensteht. Tom Braden, damals CIA-Führungsoffizier, sieht die heimliche Kulturarbeit bis heute als einen Freiheitsdienst. Wir wollten alle zusammenbringen. Schriftsteller, Komponisten, Künstler. Und natürlich auch diejenigen, die ihnen folgten. Leute wie Sie und mich, die ins Konzert gehen oder eine Kunstausstellung besuchen. Wir wollten zeigen, dass der Westen und die USA für Meinungsfreiheit einstehen und hervorragende intellektuelle Leistungen zustande bringen. Ohne Anweisungen und Vorschriften, was man schreiben muss, sagen muss, zeichnen muss, wie es in der Sowjetunion üblich war. Which was what was going on in the Soviet Union. Mit einem fulminanten Kulturprogramm hatten die CIA und ihre Tarnorganisation 1952 die Westeuropa-Offensive begonnen. In Paris eröffnete das eigens eingeflogene Boston Symphony Orchestra ein Festival des 20. Jahrhunderts in Gegenwart des französischen Präsidentenehepaares. Nach Stravinskys Le Sacre du Printemps folgten Aufführungen von William Watson und Alban Berg. Ausgerechnet im Théâtre des Champs-Élysées, einem Bau aus europäischen Gründerzeiten mit süßlichen Wandfriesen, begann eine US-Kampagne für atonale Musik und abstrakte Malerei. Die verdeckte Finanzierung übernahmen CIA und der Kongress für kulturelle Freiheit. Das war eine sehr beeindruckende und festliche Veranstaltungsserie. Beinahe schon zu prunkvoll für ein Land wie Frankreich, das sich gerade vom Krieg erholte. Die Botschaft war klar. Erstens die moderne Kunst gegen die Angriffe auf dem Gebiet der Musik, der Malerei und so weiter zu schützen. Diese Angriffe kamen sowohl von den Nazis als auch von den Kommunisten. Und zweitens, und genauso wichtig, zu zeigen, dass die USA nicht nur ein Land der Massenkultur sind, von Coca-Cola und Popmusik, sondern dass die USA die Stütze der Moderne sind. Die europäische Kulturkampagne der CIA stand in seltsamem Widerspruch zum inneren Kulturempfinden der USA. Diese Künstler und Wissenschaftler wurden in den USA verfolgt und angeklagt, wie hier in der Zeitschrift Life. Ihre Ansichten waren nicht politikkonform. Ebenfalls verdächtig Thomas Mann. Thomas Mann galt auch dem Deutschen Kongress für kulturelle Freiheit als Feind der westlichen Moderne. Mit Rücksicht auf die amerikanischen Freunde darf Thomas Mann, der deutsche Nobelpreisträger für Literatur, zum Pariser Kulturfestival des 20. Jahrhunderts nicht eingeladen werden.
Thomas Mann passte nicht in die Aktionspläne des Kongresses und dessen politische Aufgabenstellung, die vorsah, eine intellektuelle transatlantische Gemeinde herauszubilden. Und drittens, nach Mitteln zu suchen, um mit den kreativen Kräften der östlichen Staaten in einen Austausch zu treten, ohne bürokratische oder ideologische Hürden. Kurz und gut, der Kongress für kulturelle Freiheit, das sind die schönen Nachkriegsjahre des liberalen Amerika. Die schönen Jahre des amerikanischen Nachkriegsliberalismus organisierte die Zentrale des Kongresses für kulturelle Freiheit in Paris. Die Rechnungen zahlten die Europäer. Für US-Hilfslieferungen aus dem Marshallplan hatten sie sogenannte Gegenwertfonds zu bilden, aus eigenen Steuergeldern der westeuropäischen Staaten. Daraus bediente sich die CIA. Doch in den Marshallplan-Filmen kamen die Europäer als Bettler vor. Durch den Krieg, von Hunger und Not getrieben, wurde uns plötzlich bewusst, dass unser Leben und Überleben von der Arbeit der Menschen jenseits unserer Küsten abhängt. Uns wurde bewusst, dass Westeuropa nicht mehr das unangefochtene Zentrum der Welt ist. Jenseits des Atlantik liegt eine mächtige Nation. Nun ist sie uns mit ihrem Wohlstand und ihrer Macht weit voraus. Für Europa war diese Realität und die Aufgabe des Wiederaufbaus hart. Das war der Beginn des Marshallplans. Und auf diese staatsmännische Entscheidung folgten schnell weitere. Europa schuf Organisationen, um die helfende Hand zu ergreifen. In der ersten Zeit des Kongresses für kulturelle Freiheit gab es den Marshallplan und es gab Gegenfinanzierungen. Durch diese Gegenwertfonds bekamen wir Geld, um den Kongress für kulturelle Freiheit und viele andere Organisationen in Europa zu finanzieren. Über Zwischenstationen bei der Chase Manhattan Bank, Zweigstelle Basel, trafen gewaltige Summen im Hotel Baltimore ein, der ersten Pariser Nachkriegsadresse der CIA-Kulturaktivitäten. Allein die Bürogehälter für das Pariser Spitzenpersonal verschlangen jährlich etwa $200.000. Monatlich ca. 40.000 D-Mark gingen von hier nach Deutschland, auch an die Kölner Kongressgruppe um den Verleger Witsch und Heinrich Böll. Folgt man den Archivakten, profitierte von den US-Schmiergeldern Raymond Aron, eine zentrale Figur im Kulturnetzwerk des US-Geheimdienstes. Der einflussreiche Soziologe und Philosoph Aron wird bis heute für untadelig gehalten. Il se trouvait en conflit avec des gens qui l'avaient accompagné. Aron stand in Konflikt mit intellektuellen Wegbegleitern aus der École Normale Supérieure, wie zum Beispiel Jean-Paul Sartre. Sartre war ein linker Intellektueller, kein Kommunist, und er hielt sich in der Zeit des Kalten Krieges von Militanten offen antikommunistischen Positionen fern. Sartre gab eine Zeitschrift heraus, Les Temps Modernes, die Einfluss in nicht-kommunistischen Kreisen besaß. Wie auch in Großbritannien hatte der Kongress für kulturelle Freiheit die Aufgabe, diesen Einfluss zu brechen. Denn Sartre und Les Temps Modernes verhinderten das Überlaufen der nicht-kommunistischen Intellektuellen auf die amerikanische Seite. Das war eine zentrale Auseinandersetzung, die von Aron offenere Methoden des Antikommunismus verlangte. Und dabei nutzte er eine der wichtigsten Waffen des Kongresses in Frankreich, nämlich die Zeitschrift Preuve. Die Revue Preuve erging sich unter Aron in einer oft vernichtenden Auseinandersetzung mit Jean-Paul Sartre. Dessen Sympathien für die kubanische Revolution galten als besonders gefährlich, wegen des dritten Weges zwischen Moskau und Washington.
Selbst Sartres private Verhältnisse gaben Anlass zu Häme. Preuve titulierte Sartres Lebenspartnerin als Fräulein von Beauvoir, ein Seitenhieb auf die angebliche Verruchtheit ihrer Liebesbeziehung ohne Trauschein. Als Simone de Beauvoir hier mit Jean-Paul Sartre anlässlich einer Theaterpremiere im Nachkriegs-Berlin an die französischen Fehleinschätzungen des Hitler-Regimes erinnert, wird sie wegen ihrer bequemen Urteile denunziert. Weder Sartre noch de Beauvoir ahnen, dass die CIA für die Angriffe zahlt. Im vornehmen ersten Arrondissement koordinieren die Herausgeber von Preuve ihren internationalen Kulturkampf. Metrostation Pyramide, Avenue de l'Opéra, Nummer 18. Hier tagt ein prominenter Autorenstab unter Publikationsdirektor François Bondy. Bondy unterhält enge Beziehungen zum englischen Zweig des Kulturnetzwerks. In London gibt der Kongress die Zeitschrift Encounter heraus. Auch Propagandafilme werden hier für die Freiheit produziert. Das sind die Menschen, die der Stimme lauschen, der Stimme des Totalitarismus. Und dort, wo diesen Versprechungen geglaubt wird, ist die Freiheit in Gefahr. Würde bestimmen, wohin wir gehören und uns festhalten, wo es für seine Pläne notwendig ist. Darum müssen wir zusammenarbeiten als freie Völker und freie Menschen. Hinter Verfilmungen seriöser Literatur standen Kongressspezialisten. Prominentes Beispiel George Orwells Roman 1984. Unter CIA-Einfluss wurde daraus ein antikommunistisches Fanal. Drehbuchberater, der Direktor des US-Komitees für kulturelle Freiheit. Orwell hatte vor der Allmacht des Staates gewarnt. Vor dem Eingriff seiner anonymen Behörden in das gesellschaftliche Leben und die Unterdrückung abweichender Meinungen. Allmächtig und anonym trat auch die CIA auf. In der Stabsstelle Berlin, Flughafen Tempelhof, beschäftigte der US-Geheimdienstapparat mehrere tausend Mitarbeiter. Die Spitzen des Kongresses für kulturelle Freiheit hatten in dem ehemaligen NS-Bau mit ihren verdeckten Aktionen begonnen. Sie schienen sich im Berliner Spionagedienstgeflecht der Nachkriegsjahre auch für Terrorkontakte nicht zu schade. Solange der Einsatz geheim blieb. An der Spitze der Kulturarbeit des Congress standen sehr kultivierte Intellektuelle, Männer wie Melvin Lasky, Shepard Stone oder Michael Josselson. Der Auftrag amerikanischer Geheimdienstoffiziere hieß damals die Umsetzung der maßgeblichen CIA-Direktive für verdeckte Aktionen. Und zu solchen Geheimoperationen zählte nicht etwa nur Propaganda, sondern die ganze Palette der Dirty Tricks, von Sabotage bis Zersetzung. Um das Ansehen der Vereinigten Staaten als demokratischer Friedensmacht nicht zu gefährden, sollte jede Aktion möglichst in der Planung und in der Durchführung so angelegt sein, dass die Verantwortung seitens der amerikanischen Regierung im Dunkeln blieb. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? In der Praxis hieß das Produktion von gefälschter Literatur, ihre Einschleusung in die sowjetisch besetzte Zone, Anschläge gegen die Sozial- und Wirtschaftsstruktur bis hin zur Rekrutierung von Agenten. Josselson suchte dabei die Zusammenarbeit mit deutschen Frontorganisationen wie der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und im Kampf der Kulturen schleuste die gemeinsam mit dem Kongress Propagandamaterial in den Osten, betrieb aber zugleich Spionage und war als terroristische Vereinigung auch für viele Gewalttaten verantwortlich. Wenn in diesem Kampf ehemalige Nazis und belastete Künstler eingesetzt werden konnten, waren sie den US-Kongressorganisatoren nicht unwillkommen.
Als gegen den Dirigenten Wilhelm Furtwängler Vorwürfe wegen seiner NS-Vergangenheit zu laut wurden, versprach die CIA, man werde die Sache regeln. Furtwängler verpflichtete sich auf westlicher Seite. Die schützende Hand der Kongressoberen bewahrte auch Herbert von Karajan vor politischen Folgen seiner NS-Karriere. Karajans Auftritte in New York wurden von jüdischen Protesten begleitet. Vergeblich. Eingriff in die kulturelle Freiheit, erwiderte der Kongress. Nicht nur Karajan wusste das zu nutzen. Für den sogenannten Kunstausschuss des CIA-Kongresses wurde der ehemalige Direktor des Berliner Kaiser-Friedrich-Museums tätig. Ebenso wie die Direktoren des Londoner Institute of Contemporary Art und des Pariser Musée National d'Art Moderne. Ob sie die Hintergründe kannten, ist unerforscht. In Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Art in New York erklärte der Kongress Berlin zu einem Zentrum des Kampfes für die Freiheit der Kultur und der Kunst. Freilich geheimdienstlich organisiert und bestimmten Inhalten zugetan. In der Malerei, dem abstrakten Expressionismus. Nach Auffassung des damaligen Präsidenten des Museum of Modern Art und Förderer des Kongresses handelte es sich um die Kunst des freien Unternehmertums. Künstler des 20. Jahrhunderts war immer ein freier Unternehmer. Darin unterschied er sich von seinem Vorgänger im 19. Jahrhundert, der im Grunde abhängig vom Staat war, von der Salonkunst, von der Tradition, von der Akademie. Der Künstler im 20. Jahrhundert war immer frei. Und diese Freiheit des Künstlers entdeckten die amerikanischen Künstler und entdeckte Amerika durch die europäische Emigration. Die Emigranten in New York, die großen Künstler wie Max Ernst, Masson, Léger und so weiter, waren freie Menschen. Und das hat die amerikanische Szene ungeheuer beeindruckt und sie versuchten, nachdem diese Emigranten wieder weggingen, im Grunde das, was die brachten, zu leugnen und etwas zu machen, was sie im Grunde als völlig neue amerikanische Erfindung ausgeben wollten, das heißt einen abstrakten Expressionismus. Warum musste das mit Mitteln geschehen, die nicht öffentlich waren? Kunst hat sich immer irgendwie der Strukturen bedient, die offiziell waren. Im 19. Jahrhundert, in der Renaissance, in der Kirche war Kunst immer Ausdruck von Macht. Kunst wurde immer im Grunde von der Politik herangezogen, um Macht auszuüben. Es ist völlig verständlich, dass eine Großmacht wie Amerika nun auch die eigene Kunstproduktion, und zwar nicht nur die bildende Kunst, sondern in allen Ebenen die Kunst heranzog, um so etwas wie eine amerikanische Identität zu schaffen. Die amerikanische Identität trat in Gestalt des Kongresses und seiner Schwesterorganisationen europäisch auf. Ziel ist es, den freien und gemeinsamen Markt der Ideen neu zu eröffnen. Auf dem Gebiet der bildenden Kunst war damit vor allem die abstrakte Malerei gemeint. Die Fördergelder des Kongresses flossen fast ausschließlich den Abstrakten, den sogenannten informellen Malern zu. Einer, der sich den Kongressvorgaben nicht beugte, war der Maler und spätere Literaturnobelpreisträger Günter Grass. Die vorherrschende Tendenz und massiv geförderte Tendenz war die gegenstandslose, die sogenannte informelle Malerei. Es gab einen Kunstkritiker, der Art Kunstpapst, Will Grohmann, der das insbesondere propagiert hat. Und dagegen hat mein damaliger Präsident oder Chef der Hochschule für Bildende Künste, Karl Hofer, ein von mir verehrter Maler, Position bezogen. Und das spielte sich als Bühne, auch in gedruckter Form, im Tagesspiegel, aber insbesondere im Monat ab. Und ich habe später erfahren, dass der Monat, wie auch Parallelzeitungen dazu in Frankreich, Le Preuve, und in England, der Encounter, alle drei vom CIA gefördert und mitfinanziert worden sind. Aber das war uns damals nicht bewusst.
Jedenfalls, dieser Streit brachte uns junge Leute dazu, Partei zu ergreifen. Mich zum Beispiel, also für das Gegenständliche im Sinne von Karl Hofer, der weiß Gott kein Feind der Moderne war, der überkommenen, mittlerweile klassischen Moderne, der aber für den war Kandinsky todbunter Kitsch, wie er gesagt hat. Und er hat damals was, was uns vielleicht aufmerken ließ, gesagt, es ist kein Wunder, dass dieser Trend der informellen Malerei von Amerika auf uns zukommt, wo immer das Modernste sein muss. Und es ist sicher vielleicht richtig, dass es in der Tendenz, in der ideologischen Tendenz des CIA lag, den Anspruch des Westens, die Moderne, die modernste Moderne zu vertreten, damit gekoppelt war, einseitig die informelle Malerei zu fördern. Für jemanden, der am Gegenständlichen festhielt, wie ich, und das gab es also freie Kollegen von mir, hatte das Folgen. Hier an der Freien Universität in West-Berlin, dem damaligen Wohnort von Günter Grass, blieb die geheime Finanzierung der Kunstdebatte weitgehend verborgen. An den West-Berliner Hochschulen war es selbstverständlich, die Kongresszeitschriften zu lesen. Kongressautor zu sein, war ein Privileg. Und für Eckehard Krippendorf, den späteren Hochschulprofessor für Politik und Nordamerikanistik, ein willkommener Einstieg in die kritisch-liberale Publizistenszene. Krippendorf schrieb für den Monat, das Gegenstück zu den französischen Preuve. Seine Herausgeber galten als liberal und unabhängig. Hieß es im Impressum, der Monat sei Forum einer offenen Aussprache, so schien die Offenheit eine Falle, um Intellektuelle anzulocken. Anzulocken, das klingt zu machiavellistisch. Mit Sicherheit, wenn man heute auch die Literatur darüber liest, gab es diese Leute, die die berühmten Strippen zogen im Hintergrund. Aber die großen Intellektuellen, Arthur Koestler, Isaiah Berlin, nennen wir sie, wie sie wollen, eigentlich ist die ganze Generation führender Intellektueller damals da beteiligt gewesen, die waren nicht käuflich in dem engeren Sinne. Sie wurden sozusagen auf eine Bahn gelockt, wo sie dann nicht mehr dahinter herauskamen. Und das ist das Gefährliche, dass sie eigentlich, sie haben subjektiv ehrlich, indem sie sagten, also Amerika ist für uns das liberale Land, Amerika hat Europa oder wie es heißt Westeuropa befreit und der Kommunismus, der stalinische Kommunismus ist in der Tat eine große Gefahr für jede liberale Politik und jede liberale Kultur. Aber das heißt nicht, dass man sich damit zum Büttel der amerikanischen Politik machte, nur objektiv ist es dann geworden. Man kam aus dieser Falle eigentlich nicht mehr heraus. Und diese Falle wurde deutlich als Falle, eigentlich als der Vietnamkrieg passierte. Auf da merkte man, wohin man gelandet war. Die Falle hatte der Kongress aufgestellt und die CIA zahlte. Für Heinrich Böll, Peter Hertling und den Monatherausgeber Jesrich. Für René Tavernier, Manes Sperber und François Bondy aus Frankreich und der Schweiz. Für Ignazio Silone aus Italien und Stephen Spender aus Großbritannien. Zahlungszweck: Reisekosten zur internationalen PEN-Tagung nach Jugoslawien, um für eine ausreichende Fraktionsstärke des US-gesteuerten Kongresslagers zu sorgen. Wer dem inneren Kongresskreis angehörte, war zu schöpferischen Pausen mit besonderer Betreuung eingeladen. Im Grand Hotel Villa Serbelloni am Comer See. Zwar machte auch Heinrich Böll in der Gegend Urlaub, aber Einblick in den Standard seiner Freunde vom Kongress wurde ihm nicht zugemutet. Mary McCarthy schrieb an ihre Freundin Hannah Arendt: Du hast das Gefühl, als ob du plötzlich in einer Art Versailles untergebracht wärst. In der italienischen Villa, einer Art Offiziersmesse für das Spitzenpersonal im Kulturkampf, verkehrten auch Mitarbeiter der italienischen Niederlassung des Kongresses. Sie stand unter Leitung eines bekannten Literaten und Freundes der Kölner Kongressgruppe. Ignazio Silone, den auch Heinrich Böll sehr schätzte. Silone war in den 50er Jahren einer der beliebtesten italienischen Schriftsteller. Seine Romane erschienen in hohen Auflagen. Seine Bedeutung gleicht der von Böll in Deutschland oder Aron in Frankreich.
Er war ein Antifaschist. Nach seiner Emigration arbeitete er im ersten Nachkriegsparlament mit. Ein hochgeachteter Mann, ob in Italien oder im Ausland. Es ist deswegen verständlich, dass der Kongress für kulturelle Freiheit Ignazio Silone zum italienischen Repräsentanten machte. Erst in den letzten Jahren wurden Dokumente gefunden, die Silones Leben in einem neuen Licht erscheinen lassen. Dass Silone zwischen 1921 und 1931 Kommunist gewesen war, wusste man. Dass er aber gleichzeitig für die politische Polizei Mussolinis als Agent arbeitete, wusste man bisher nicht. Diese Tätigkeit nahm er im Zweiten Weltkrieg wieder auf, aber diesmal für die amerikanische Seite. Er arbeitete dem US-Geheimdienst OSS und Alan Dulles in der Schweiz zu. Silone, der für OVRA, die Geheimpolizei Mussolinis, gearbeitet hatte und dort als Silvestri geführt worden war, übernahm 1956 die Herausgeberschaft der italienischen Kongresszeitschrift Tempo Presente. Auch Tempo Presente verdankte seine Mittel den US-Geheimfonds und ergänzte die publizistische Palette der Pariser Kongresszentrale. Unter Ignazio Silone bewarb man sich gegenseitig oder tauschte die Autoren aus. Für Pröv, den deutschen Monat, den englischen Encounter und das österreichische Kongressblatt Forum. Zu diesen Zeitschriften in Opposition stand Nuovi Argomenti, eine Zeitschrift, die Alberto Moravia herausgab. Nuovi Argomenti versammelte Autoren aus dem kommunistischen Lager. Über viele Jahre gab die Zeitschrift Einblick in die sozialistische Welt und propagierte deren Freiheitsversprechen. Beide Zeitschriften, Tempo Presente unter Ignazio Silone und Nuovi Argomenti unter Alberto Moravia, stehen geradezu symbolisch für die damalige Aufspaltung der politischen Kultur. Die eine Seite unterstützt durch Mittel der US-Geheimdienste, die andere durch Mittel aus Moskau. Als der Kongressgegner Moravia hier mit seinem Kollegen Pasolini Drehbuchvorlagen für Filmproduktionen lieferte, geriet er ins Visier der CIA-Abteilung für Filmfragen. In der Pariser Kongresszentrale wurde ein weiterer Gegner US-gesteuerter Kulturarbeit auffällig, der chilenische Dichter Pablo Neruda. Weil er 1963 zu den Favoriten für den Nobelpreis gehörte, entwarf das CIA-Team am Boulevard de l'Opéra eine Denunziationskampagne. Über V-Leute in Schweden gegen Pablo Neruda. Von Hand an Tavernier. Was wir brauchen, ist ein Dossier, das wir unter ausgewählten Persönlichkeiten zirkulieren lassen. Von V-Mann an Hand. Ich habe einen Artikel entworfen. Um Neruda anzugreifen, ist es am besten, ihn lächerlich zu machen. Von Hand an Tavernier. Ich finde den Artikel über Neruda ein bisschen zu trocken. Sie sollen den Text folgendermaßen umstellen. Dann sollten Sie nach der Einleitung folgendermaßen fortfahren. Schließlich runden Sie den Artikel mit einem Resümee ab, in dem Sie feststellen, dass Neruda nicht zu den wirklich bedeutenden Dichtern gehört. Je ne connais pas cette affaire Neruda, puisque je n'ai travaillé que sur l'Europe. Ich kenne diese Affäre Neruda nicht im Einzelnen, weil ich ausschließlich über Europa gearbeitet habe. Aber es lässt sich daran gut erkennen, was der Kongress überhaupt war. Nämlich ein internationales amerikanisches Sekretariat, in Paris angesiedelt. Aber darüber hinaus handelt es sich um nationale Zeitschriften. Es sind italienische, französische, deutsche und britische Intellektuelle, die zu diesem Sekretariat in einem Spannungsverhältnis stehen. Es gibt zahlreiche Memoranden des internationalen Sekretariats, sozusagen Versuchsballons. Das bedeutet nicht, dass daraus wirklich etwas wurde oder dass die europäischen Partner des Kongresses diesen Initiativen nachgingen. Von Gorkin an Hand. An beide Artikel, der gerade in einer der wichtigsten schwedischen Zeitungen veröffentlicht wurde.
Ohne dass wir selbst in Erscheinung treten, ist es, dank der Beziehungen zu dem Sekretär des Nobelpreiskomitees, gelungen, ein besseres Resultat als mit eigenem Einsatz zu erzielen. Von Josselson an Hand. Der Artikel gegen Neruda wurde in mehreren lateinamerikanischen Zeitungen nachgedruckt. Wir sollten den Text benutzen, um ihn als Newsletter zu verbreiten. Erledigt. Der gegen Neruda eingesetzte Dossierspezialist René Tavernier war zugleich Kongressbeauftragter für die Bundesrepublik Deutschland. Dort war die US-Moderne inzwischen angekommen und füllte etliche Museen. Nicht mehr gefragt war der rabiate Kulturkampf, sondern die Abstraktion der ideellen Inhalte. Sie wurden als überhöhte Doppelungen des amerikanischen Alltags angeboten und allgemein als Kunstwerke akzeptiert. Erreicht war das Ziel, Intellektuelle aus dem liberalen, sozialdemokratischen und konservativen Lager aus den USA und Westeuropa zusammenzuführen. Nicht erreicht, sogar fehlgeschlagen, war der Versuch, kommunistische Intellektuelle zum Überlaufen zu bringen. Welche Methoden wurden jetzt angewandt? Jetzt wurde versucht, mit weichen Methoden vorzugehen. Weiche Methoden, das hieß eher Dialog, das hieß Austausch, das hieß Gespräch. Die Argumentation lautete jetzt, alles ist im Grunde relativ. Ideologien sind eigentlich Positionen der Vergangenheit. Das sind eigentlich die Schützengräben des Kalten Krieges, aus denen wir heraus wollen. Und popularisiert wurde gerade diese Entideologisierung von Fritz René Allemann, einem der führenden Mitarbeiter des Kongresses. Und es blieb nicht ohne Einfluss auf die Intellektuellen, besonders auf die Journalisten, die jetzt der Meinung waren, sie seien eigentlich ideologisch nicht festgelegt, sie stünden erhaben über den Dingen und könnten die ideologischen Fronten mit einer gewissen Nonchalance beiseite schieben. Es war damals ja eine Art von Entspannung, Anfang der 60er Jahre. Ich kam da aus Berkeley zurück, wieder in die Hamburger Journalistenszene, weil ich hatte schon davor Zeit und Stern beraten. Und wir haben uns damals nichts daraus gemacht, alle zwei oder drei Monate in das Haus des Kongresses zu gehen und, wie ich sagte, immer dort ein CIA-Wässerchen zu trinken. Das hat uns eher erheitert, als dass wir uns dadurch betroffen gefühlt hätten oder auch nur angesprochen, weil das war normal und dass es das gab und die Gerüchte waren auch normal und alle Leute haben darüber gelacht. Die Gerüchte waren begründet. Von der Londoner Finanzzentrale wurden 1963 rund 7.000 Dollar nach Hamburg überwiesen. Im ersten Vierteljahr 64 waren es bereits fast 4.000 Dollar. Hinzu kamen 1963 30.000 D-Mark aus prominenten Spenderkreisen. Jährlich 50.000 Dollar gingen an den Monat. Im April 1966 berichtete die New York Times über geheime CIA-Finanzierungen und nannte den Kongress für kulturelle Freiheit. Selbst enge Mitarbeiter waren erschrocken. Die Enthüllungen versetzten dem Kongress einen erheblichen Schlag, jedenfalls auf kurze Sicht. Denn sie waren Teil sehr viel umfassenderer Erkenntnisse über die Taten der CIA in den 50er Jahren. Und das mitten im Vietnamkrieg. Der Krieg hatte für die Opposition beidseits des Atlantik eine große Bedeutung. Es wurden verheerende Tatsachen bekannt, trotz der Diskretion der großen französischen Presse. Und diese Tatsachen wirkten noch verheerender, als der CIA-Führungsoffizier des Kongresses, Tom Braden, sein berühmtes Zeitungsinterview gab.
Überall die betroffenen Herren, die sich erstaunt und schockiert gaben wegen ihrer CIA-Finanzierung, machte sich Braden lustig. De la révélation de leur financement par la CIA, ces messieurs se sont fait répondre par Braden. Braden antwortete ihnen, dass sie von der CIA seit den 50er Jahren bezahlt worden waren, um einen entschlossenen Kampf gegen den Kommunismus zu führen, gegen die Sowjetunion, und dass sie ansonsten kein Geld erhalten hätten. Es wurde notwendig, aus einigen Gruppierungen zu sehr kompromittierte amerikanische Namen abzuziehen. Der Kongress und seine Zeitschriften brachen zusammen. Aber die Verbindungen mit den USA blieben angesichts gleichbleibender Umstände intakt, inklusive der finanziellen Kanäle. Les nécessités demeuraient les mêmes, se sont maintenus, y compris les liens financiers. Der Skandal konnte in Köln und im Landhaus von Heinrich Böll nur schwer wahrgenommen werden. Publikationsorgane, die sonst jeden Verdacht ausbreiteten, beschwiegen die Enthüllungen. In aller Eile wurden Auffangstellungen geschaffen, um die europäischen Produkte des geheimen Kulturapparats in Sicherheit zu bringen. Da der Monat, das publizistische Kronjuwel, mit Autoren wie Heinrich Böll oder Siegfried Lenz in akuter Gefahr war, bemühte sich das Hamburger Pressehaus der Zeit um den Aufkauf. Die Herren standen ja dem Monat, aber übrigens auch dem Kongress recht nahe. Dort galten sie als weltanschaulich unbedenklich. Hat das bei den Übernahmeverhandlungen zum Verkauf des Monat irgendeine Rolle gespielt? Das hat gar keine Rolle gespielt, denn die Übereinstimmung der beiden Parteien, also Zeit auf der einen, Monat auf der anderen Seite, waren dann doch trotz mancher Unterschiede doch so groß politisch, publizistisch, man hielt sich ja auch für sehr liberal, dass das gar nicht aufkam. Und es waren natürlich durch die Atmosphäre Veränderungen schon durch den Krieg, waren nun einige Zweifel an den Amerikanern größer geworden. Aber das hat damals noch keine so große Rolle gespielt, dass man darüber auch nur gesprochen hätte. Mit wem haben Sie verhandelt? Ich habe mit Shepard Stone verhandelt, der ein amerikanischer Beauftragter war, und habe mich mit ihm in Düsseldorf im Hotel Breitenbacher Hof zu einem sehr angenehmen Mittagessen getroffen. Und wir waren uns dann doch sehr schnell einig. Jedenfalls hatte er den Eindruck, dass die Zeit der richtige Vertragspartner für dieses Blatt sei. Und so ging es dann ja auch ganz schnell über die Bühne. Hat Sie das nicht stutzig gemacht, dass da ein amerikanischer Staatsbürger auftrat, um ein Publikationsorgan zu verkaufen, das in der Nachkriegszeit die westeuropäische Kulturelite publiziert hatte? Raymond Aron, François Bondy, Heinrich Böll. Wir waren natürlich gar nicht misstrauisch, obwohl es eben das Gerücht inzwischen aufgekommen war, der CIA habe die Hände im Spiel, und es war ja eine amerikanische Gründung immer gewesen, und wir wussten, und jeder, der es wissen wollte, konnte es auch wissen, dass die Amerikaner die Zügel nie aus der Hand gegeben hatten, sodass es also von und zwischen uns klar war, das sind die Amerikaner, die verkaufen, und wir hatten für uns ausgerechnet, dass jeder amerikanische Einfluss aufhören sollte, sobald die Zeit Eigentümer des Blattes sein würde. Auf die politischen Aktivitäten von Heinrich Böll schienen die Enthüllungen keinen Einfluss zu haben, wenn er sie überhaupt zur Kenntnis nahm. Böll stand inzwischen einer Unterorganisation des Kongresses und der CIA vor. Jedenfalls wurde sein Name dafür benutzt und auch der von Aron. Das Komitee der Verleger und Schriftsteller für europäische Zusammenarbeit gab bedeutende Summen aus. $10.000 für sogenannte Stipendien hier, weitere $10.000 für Buchveröffentlichungen dort, meist nach Osteuropa. Polen, dort haben wir auf die Entwicklung der Avantgarde-Kunst zweifach Einfluss genommen, direkt und indirekt. UdSSR, die Teilnahme des Malers Bielutin an dem Förderprogramm erfolgte clandestin. In diesem verdeckten Kulturkampf der CIA und ihrer Unterorganisationen nahm Heinrich Böll einen prominenten Platz ein. Als unverdächtiger Anwalt seiner osteuropäischen Schriftsteller, Kollegen und Künstler. Wurde Heinrich Böll gesteuert? Also wundern würde es mich nicht. Die haben das sehr geschickt gemacht.
Aber Heinrich Böll war ein wunderbar gutgläubiger Mensch und war zu benutzen und zu missbrauchen auch. Und so ist das nicht auszuschließen, dass er aus gutem Willen, wenn ich mir nur vorstelle, wie er sich für verfolgte Schriftsteller in der Sowjetunion eingesetzt hat, so war da eine Möglichkeit anzuknüpfen und ihn mit zu benutzen und zu gebrauchen. Ich glaube nicht, dass der CIA dabei viel Erfolg gehabt hat, denn Heinrich Böll hat bei diesen Hilfsmaßnahmen immer seinen eigenen Weg eingeschlagen. Und selbst wenn er irgendwie in organisatorische Verbindung hineingeraten sein sollte, wieder sein besseres Wissen, wäre es vergeblich gewesen, ihn in irgendeinem Lager zu binden. Das Lager, in dem Heinrich Böll eingesetzt wurde, leitete Alan Dulles, der Direktor der CIA. Der Geheimdienstchef verlangte nach Propagandaaktivitäten jeder Art. Graue Propaganda, deren verdeckte Urheber weltweit Meinungsbildung betreiben sollten. Basispropaganda, um Großorganisationen wie Gewerkschaften und Parteien durch Agenten zu steuern. Und kulturelle Aktivitäten. Der Kongress für kulturelle Freiheit war die Nummer 1 in seiner Einsatzliste. Böll, Aron, Bondy und Zilone waren in diesem Konzept auswechselbar. Mittlerweile, bis in die Gegenwart hinein, ist ja wohl auch dem Letzten und damit auch mir deutlich geworden, dass dieser CIA eine kriminelle Vereinigung ist. Das teilt er mit vielen Geheimdiensten. Und wir haben heute als Deutsche alle Mühe, uns von der Praxis, von der kriminellen Praxis, möglichst fernzuhalten. Ich glaube, das hätte nirgendwo anders geschehen können als in Amerika. Und ich bin froh, dass die CIA unmoralisch war, wenn es denn unmoralisch ist, Dinge verdeckt zu finanzieren, die für die Freiheit der Welt unverzichtbar sind. Wenn das unmoralisch ist, bin ich froh.